Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde King of Retail. So, und wir legen hier mal auch direkt mit dem Dingens hier los. So. Okay. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt schon neue Ware gekauft? Laut meinem Geld zumute, ja. Deswegen mache ich jetzt hier mal nichts Neues und gehe einfach mal in den Tag rein. Und wir gucken mal so, was wir heute machen können. Weil ich habe tatsächlich, ja, das ein oder andere Mal schon dieses Spiel hier nicht mehr gespielt. Ich habe gefühlt wieder alles verlernt. Aber, das schaffen wir noch. So. Ah. Ich glaube, das ist sogar ein anderer Account, kann das sein? Egal. Na. Ja, es ist ein anderer Account. Egal, wir spielen jetzt einfach auf den. Ich bin jetzt einfach auch mein Privataccount. Also das hier ist mein Privataccount tatsächlich. Aber egal. So. Hi. Spare 2 seconds. Ja, hab ich. Frauentox. Ja, dann geh doch, Alter. Piss dich. Moin. So, okay. Leute, ich bin gerade ein bisschen aus der Rolle, aber das kriegen wir hier schon alles hin. So, Damenbekleidung. Hemden, so. Also, was ist hier drin? Die braunen und die gelben sind hier drin. Braun und gelb. Braun und gelb. Braun und gelb. So, also das hier und das hier kommt jetzt hier rein, so. So, jetzt einmal Artikel hinzufügen, so, zack und zack, so, perfekt. Gut, für die Männer haben wir hier auch Hosen, aber tatsächlich nur eine, so. Okay, ich vermute mal, das sind andere, ja. Ich vermute mal, die müssen hier rein, kann das sein, ja. Oh, jetzt einfach rein damit. So. Hallo, werter Herr. Kann das sein, dass es hier irgendwie neu gemacht wird? A little help. Ich bin nicht sicher, was ich suche. Was können Sie mir empfehlen? Hier, eine Hose. Das sieht vielversprechend aus. Artikel verkaufen. Ah. Nee, du bleibst hier. Du bleibst hier. Ah. So. Bitte sehr. Gut, wir bleiben jetzt hier einfach mal ein bisschen an der Kasse und warten einfach mal ein bisschen. Ich weiß nämlich nicht, ob hier Kunden reinkommen, weil das habe ich erst neu angefangen, dieses Level hier, glaube ich. Und die wissen auch gar nicht mehr, was das hier ist. Genau. Mhm. Junge, wollt ihr auch reingehen oder so? Na komm, dann halt nicht. Beitrag erstellen. So. Also wenn sie pfeifen, dann weiß ich warum. Dann hat da nämlich gerade einer gesagt. Hallo. Ich will aufstehen. Ich komme. So, moin moin. Danke für Ihren Einkauf.
Vielen Dank. Suchen Sie uns bald wieder. So. Jetzt hier erstmal wieder weitermachen. So. Denn das zahlt sich hier natürlich nicht von selbst. So. Vielleicht kriegen wir dann nämlich auch mehr Besucher tatsächlich. Ich habe dieses Feature noch nie gesehen. Also keine Ahnung, seit wann es das gibt. Wahrscheinlich schon ewig, aber ich habe es noch nie gemacht. So. Ich bin gleich fertig. Ja. Okay, so. Moin, moin. So. Danke und danke. So, wir lassen das jetzt hier mal weiterlaufen. So. Okay. Dann einmal Kasse schließen. So. Dann hier nochmal den Rest auffüllen, würde ich sagen. So viel ist hier ja gar nicht. So, und jetzt muss ich, glaube ich, auch, oder? Ja, um 18 Uhr geht man, also man hat praktisch eine Stunde Zeit. So, 402 Dollar haben wir, das schmeckt doch. Jetzt können wir mal kurz hier gucken, was wir einfach mal kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal alles, was wir auch sonst schon haben. So, Verkäufe nachbestellen, die tun wir hier mal alle kaufen wieder, so. Oh, besten nicht da rausgehen gleich, so. Mann. Stellung, so. Okay. Gut, wir können ja jetzt nochmal hier gucken. Vielleicht können wir so Schuhe oder irgend so einen Scheiß kaufen. Ich würde mal auch Schuhe einpacken. Dann kaufe ich tatsächlich aber mal zwei. Ich kaufe von jedem einfach mal zwei, so. Zack. Und dann hier noch so zwei weiße. Artikel bestellen. Stellen. So. Gut, jetzt haben wir noch 167. Wir könnten mal gucken, ob es hier eine gibt, die warte mal. Erfahrung im Allgemeinen sehr fasziniert von Marketing. Okay. Verkaufsleiter einer größeren Restaurantkette, Berater für einen Verkauf für 5 Jahre. Ich hatte eine Kette von Kleidungsgeschäften mit 3 Läden. Lagersysteme? Hä? Okay, die ist Regale-Einräumer, so was in der Art. Aber man kann ja im Prinzip jeden eigentlich so einstellen, ne? So. Kundenbesondere fortsetzen, so. Ich würde 12,92 Euro. Ich bin glücklich mit diesem Lohn. Okay. Dann einstellen. So, jetzt haben wir hier erstmal einen neuen Arbeiter. So, und hier machen wir natürlich einmal, die ist hier dieser Begrüßer. Ja, oder? Will ich doch mal sagen. So, zack, zack. Ah, den, nee, nicht Tag beenden. Für den ganzen Tag. So. Hier und hier. So. Begrüßer. Werbenbetreibender Sicherheit. Nee, das brauchen wir alles hier nicht. So. Okay. So. Gut. Dann haben wir das. Dann gehen wir einmal wieder hier rein, würde ich sagen, in den Tag und starten mal. So. Jetzt haben wir auch eine Mitarbeiterin. Das ist relativ gut. Die hat zwar jetzt keine Pausen. Die machen wir dann später noch irgendwann. So. So. Zack, zack, zack. Fällt gerade auf, dass heute Freitag ist. Das heißt, heute wird wieder das Aquarium gesäubert. So, wir könnten jetzt hier erstmal kurz... Ich muss ja so oder so erstmal hier kurz gucken. So, wir brauchen nämlich für Herrenbekleidung Schuhe brauchen wir tatsächlich ein Schuhregal.
Ich würde sagen, man platziert auch den hier später. Aber ich habe natürlich kein Geld genug gerade. Aber egal, wir. Hallo? Abbrechen. Delete. Aha, so bricht man ab. Okay. Gut. Machen wir mal kurz das hier so. Für Kunden geöffnet, ja. So, die steht da jetzt die ganze Zeit und holt hoffentlich die Leute hier rein. So. Thank you. Okay. Ja. Geh ruhig, einfach. So, die hat schon wieder eine Sache gekauft, sogar zwei Sachen. Na, komm. Hi, spare 2 seconds. Ey. Ich glaube, ich brauche tatsächlich auch so eine, die das hier macht. Hallo. Ich kann ihn nicht annehmen. Ja, sorry. Nee. Hör auf zu klauen. Thanks. Hä? Die hat geklaut. Egal. Wir regen uns jetzt erstmal nicht auf. So, wir packen jetzt mal die Sachen aus, die wir jetzt hier gekriegt haben. So. Komm, zack, so. Irgendwie will hier keiner was kaufen. Warum denn nicht, ey? Mann, ich brauche Geld, Leute. Es kauft ein. Ah, wir können hier sogar auch praktisch so machen, dass sie hier Kassierer begrüßt. Grüßer, Verkäufer, Sicherheit, Werbetreibender wird Marketing am Computer machen. Ah ja, das kann sie ja gut. Auffüller packt Artikel aus und fügt sie den Auslagen zu. Kassierer. Okay. Hey, have a minute? Oha, man kann dir sogar den Arbeitsbereich zeigen. So kann ich. Ich wollte dir gerade helfen. Na gut, dann nicht. Ich glaube, wenn man Auffüller ist, oder Begrüßer, wird Kunden in den Thanks. Laden einladen. Ja, das ist draußen. Verkauft im Laden an die Kunden. Thanks. Was? Verkauft im Laden an die Kunden oder was? Verkäufer, aber. Hä? Thanks. Also Kassier, Hi, bedienen die spare two Kasse. seconds. Ah, das sind die Verkäufer sind praktisch die hier diese blöden Dinger macht da. Ja, ich glaube, da brauche ich auch Hey, einen noch technical von. help. Nee, ich helfe denen nicht. Boah, ich muss auf jeden Fall gleich nochmal eine neue einstellen. Also ganz ehrlich, es geht mir hier auf den Sack. Aber wir kriegen schon mehr Kunden, ne? Seht ihr es? Also die Cindy, die macht einen guten Job. Die hat auf jeden Fall 13 Euro pro Stunde verdient. Nicht so wie in Real Life. Aber nee, finde ich geil. Wir haben jetzt schon fast 1000 Euro gemacht, nur wegen Cindy, Alter. Also, das lohnt sich. So, ich glaube, jetzt kommt langsam keiner mehr. Ah, doch, sie redet mit ihr. Ah. Okay, jetzt ist eh geschlossen. So. Ich würde auch mal sagen, tatsächlich, dass ich. Kunden geschlossen. Cindy, du kannst nach Hause gehen. Heute nach Hause schicken. So, zack. Braucht noch nicht die letzte Stunde hier noch für die bezahlen, Alter. Sehe ich so aus. So, Artikel hinzufügen. Zack. Artikel hinzufügen. So, zack. Ich mache jetzt hier einmal alles voll. So. Es ist halt nur die Frage, soll ich das jetzt kaufen? Keine Ahnung, ich beende jetzt hier erstmal den Tag und dann sehen wir es beim nächsten Video, denke ich mal. So, Lohn ist jetzt natürlich 103. Okay, 478 habe ich jetzt noch übrig. Ist natürlich schon eine Menge, ne? Wird schwierig, das alles hier noch zu kaufen. So, wir gucken jetzt mal, wie teuer der Einkauf denn jetzt ist, was hier so alles gekauft wurde. Die Bestellung. Verkäufe nachbestellen. Also hinzufügen. 192, okay. Ticket bestellen. Ja, bestellen. Zack. Zack, zack. So, jetzt haben wir noch 286. Weil ich bräuchte eigentlich noch so einen Verkäufer, ne? Egal, Leute. Ich würde erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt.
Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Traumhafter Tag. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao.